Ines Brodmann, was sind deine Ziele für die WM? gute Frage. Auf der Langdistanz, ich glaube, ein Top-10-Platz ist realistisch. Und wenn es optimal läuft, kann ein Diplom drin liegen. Spürst du jetzt irgendwie einen zusätzlichen Druck oder eine zusätzliche Nervosität vielleicht sogar, weil es eine Heim-WM ist? Im Moment noch nicht so. Also es ist sicher, das kommt sicher noch auf, aber im Moment ist es eher eine Vorfreude, dass es endlich, wir haben schon lange von dieser Heim-WM geredet und dass es endlich losgeht, ist eher so eine Vorfreude. Wie gross würdest du sagen, ist der Heimvorteil oder was ist der Heimvorteil? Ich glaube, das haben wir schon viel geredet und ich denke, also im Mitteldistanz weiß ich nicht, ob wir überhaupt einen Heimvorteil haben, weil das Jura-Gelände nicht gerade unser Heimgelände ist. Aber sicher in der Langdistanz haben wir einen Vorteil. Mittellandwald, das ist uns, also ist jedem von uns ziemlich vertraut. Dort ist es einfach, wir haben können auf dem technischen höheren Stand einsteigen und dort eigentlich unsere Vorbereitungen aufbauen. Also wir haben auch weniger Anfahrtswege gehabt und ja, wir haben das Gelände vor der Tür und können jeden Tag dort trainieren. Welche Frage wird jetzt vor der WM am meisten gestellt und wie beantwortest du sie? Im Moment. ja. Gar nicht so viele Fragen. Ja, ob ich, im Moment ist es mal, ob ich mir die Langdistanz zutraue und ob ich Selbstvertrauen habe, um auch dort ein gutes Resultat zu machen. Und ich habe das Gefühl, ja, das habe ich. Okay, merci vielmals.